Hallo, ich bin Anna-Luise Oppelt. Ich bin freischaffende klassische Sängerin. Ich singe für euch heute aus der Petit Messe Solennelle von Rossini das Agnus Dei. Und mein Begleiter am Flügel ist Jakobus Glaziva. Das Agnus Dei ist ein Satz aus der Messe. Das ist nur für die Altsolistin geschrieben. Und an manchen Stellen kommt dann der Chor dazu, der ein Choral singt. Den Choral stellen wir heute allerdings nur auf dem Klavier dar. In meinem beruflichen Leben gab es durch Corona am Anfang gleich eine Vollbremsung. Ich war bei der Bachwoche in Stuttgart und an einem Tag wurde uns gesagt, jetzt müssen wir alle nach Hause fahren. Wir hatten geprobt, hatten schon die Generalprobe mit Orchester gemacht und mussten am nächsten Tag alle in den Zug steigen und nach Hause fahren. Und seitdem war ich so lange zu Hause in Berlin wie schon seit langem nicht mehr. Ich war aber sehr motiviert, die Zeit für mich zu nutzen und für meine eigene künstlerische Kreativität zu nutzen. Es gab einige Wochen und fast auch Monate der Stille, wo es wirklich überhaupt keine öffentlichen Auftritte für mich gab. Das hat für mich aber auch positive Seiten gehabt, dass ich mich wirklich auf mich fokussieren konnte, auf das, was ich eigentlich ausdrücken will mit meiner Stimme, warum ich eigentlich singe. Ich glaube, fast jeder von uns Künstlern hat nochmal hinterfragt, warum er eigentlich diese Kunst macht. Die Kunst, die anscheinend nicht immer möglich ist zu tun. Und ich habe mich nochmal ganz bewusst dafür entschieden, diesen Weg weiterzugehen und diese Zeit als Entwicklungschance für mich zu nutzen. Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, als dann so im Mai endlich wieder Auftritte möglich waren. Das hat angefangen mit Gottesdiensten oder Messen in der Kirche. Und es hat sich seitdem eigentlich auch nicht groß verändert. Also ich singe jetzt meistens Konzerte oder Gottesdienste oder Messen als Solistin mit einer Orgel oder mit einem Klavier. Ich war es allerdings gewöhnt, in größeren Besetzungen aufzutreten, mit Orchester, mit Chören, teilweise als Sängerin in einem Ensemble, teilweise als Solistin. Und das ist alles gerade noch in weiter Ferne bei mir. Ich bin gespannt, wann das wieder möglich sein wird.